Eine Drecktruhe, denke ich auch. So eine Kies- und Sandtruhe vielleicht noch. So eine Nahrungstruhe. Was gibt's denn noch? So eine Monster-Drop-Truhe, wo also Spinnaugen und Enderman-Perlen und sowas reinkommen. Was könnte man sich denn da noch für Truhen machen? So eine Werkzeug- und Waffentruhe vielleicht? Ja. So eine Steintruhe vielleicht auch noch. Und ja, gucken wir mal. Crafting-Truhe, wo alles Mögliche reinkommt, was gecraftet wurde. Ja, ein paar Stickies. Das passt dann. Das war doch so. Ich weiß auch nicht, wie viele Schilder da rauskommen. Ach so, drei jeweils. Okay. Ja, dann machen wir noch mal drei, also neun. Und dann, ja. Dann ja, reicht das auch erstmal. Okay. So, dann machen wir mal hier so Erde und Dreck und Erde und Dreck, ja, Erde und Erde, also nur Erde. Und hier machen wir dann mal Sand und Kies. Also Erde, Sand, Kies. Ja, das ja, kann man so lassen. Dann haben wir hier, machen wir dann mal die Erze rein und hier dann Holzsachen. Erze und nee, so Holz ist. Hallo? Holz ist da. Dann haben wir die vier bedient. Dann kommen wir zu den zwei. Dann machen wir hier Steine. Und was passt denn zu Steinen? Also auf jeden Fall Steine. Nein, so. Steine. Und da sind dann, ja, lassen wir mal offen. Mal gucken. So, hier die zwei habe ich mir dann gedacht. Da Nahrung. Und in der anderen sonstige Feld-Items. So, wie von den Schafen die Wolle, die würde ich dazu zählen. Dann, genau, ich habe auch eine Idee, was jetzt da rein kann zu den Steinen noch. Bäm, so. Also, Steine. Und da haben wir dann noch erstmal sonstige Blöcke in der anderen. Also so Sandstein gibt es da ja noch und ja, alles andere. Da ist dann erstmal hier gecraftetes. Also dazu zähle ich dann solche Sachen wie Zäune zum Beispiel. Und ja, ja, was da halt alles gibt. Zäune, Zauntore. Ja, irgendwie fallen mir nur Zäune im Moment ein. Schilder. Wenn wir schon mal bei gecrafteten sind. Ja, die kommen da rein. Nahrung, hier so eine Hühnerkeule, so ein Apfel. Ja, die Brote behalten wir. Ah, genau. Wo? Ja, da steht noch keine Truhe. Ja, egal. Da weg. So. Färbemittel haben wir ja auch noch und ach, ein zu tief gegangen. Das, man kann auch irgendwie nicht wieder zurückspringen in der Zeile. Färbemittel und Waffen. Also Werkzeuge, Waffen. Komm da rein. So, Färbemittel, dazu zählt auch Knochenmehl, aber das brauchen wir noch. Wo war jetzt Holz? Da. So, das packen wir da rein. Hier haben wir unsere
Ja, jetzt mal ein bisschen orientieren. Die Drecktruhe. Hier kommen die Steine rein. Sowohl die normalen als auch diese gruseligen. Eichensitzlinken. Zähle ich zu Feld-Items. Ei. Ja, Ei ist eigentlich eine Nahrung. Ich habe einen Zombie gehört. Steinstufen. Das wäre für mich schon wieder gecraftet. Die Samen, die wollten wir ja jetzt noch verwenden. Und hier genauso. Dann bauen wir jetzt eben das Feld draußen weg. Beziehungsweise um. Weil wir wollen ja auch, dass unser Weizen hier weiter wächst. Oh, alles weg hier. Auch wenn es noch nicht gewachsen ist, aber warte. Da können wir ja ein bisschen nachhelfen. Dann ist das nicht ganz so verschwenderisch. Ja, nette Ausbeute. Jawohl. Na, 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 die Feldarbeit. Okay, da kommt dann. Nein, ich wollte ja einen Sandstrand machen. Dann kommt da auch Sand drauf. Haben wir ja genug. Genau. Kommt das hier auch hin, der Sand? Soll ja einheitlich sein. Ja, und so langsam wird es hier richtig hübsch. Wir sind ja auch jetzt noch nicht so weit mit den Episoden, muss man ja mal sagen. Das ist jetzt, na, ich weiß nicht, das dürfte hier Episode 15 oder so werden. Würde ich mal so schätzen. Ja, und wo wir uns dann das Feld hinbauen, das Neue weiß ich noch nicht so ganz. Muss ich dann mal schauen. Na, hier wollte ich aber schon noch so einen Gang haben zum Hochstapfen. Jo. So, das, ja. Ich meine, wenn es jetzt noch Palmen gäbe, wäre das natürlich richtig cool. So. Unser Feld, das kommt dann. Ja, ich weiß nicht. Hier vielleicht können wir den Berg weghauen. Ja, ist eigentlich eine gute Idee, denke ich. So einen Weizen verschleudern wir. Hä? Ja, sehr schlau. Verschleudern wir jetzt mal direkt für Brot. Ja. 17 Brot ist ordentlich. Das wird eine. Oh, wie viele Samen wir schon haben. Die halten wir mal. So, und jetzt nehmen wir hier mal ein bisschen was mit. So. Halt, bis wir voll sind, das können wir dann schon mal unten einlagern gehen. Kies, das war doch. Kies war hier zusammen mit Sand. So. Da haben wir Erde. Also eine Erdetruhe, man merkt schon, die ist Pflicht. Gecraftetes, nee, das. Das ist für mich schon wieder Stein. Dann Erze. Wo waren die Erze? Die Erze waren hier. Da haben wir Gold. Ja, und mehr noch nicht. Nahrung. Haben wir nichts. Feld-Items. Hier können wir jetzt eigentlich die Samen reintun, aber die Fehler sind. Nee, das. Nein. Das ist mehr so. Monster Drop Items. Habe ich die schon irgendwo? Ne, die wollte ich noch machen. Ja, dann sind die Monster Drop Items jetzt mal hier. Ja. Drops. Drops. So. Halt.
Tic-Tac und so. Schleimball ist ein Drop, das ist ein Drop. Feuerstein auch ein Drop vom Kies, wenn wir so wollen. Das und das und der Faden und... Ah, Redstone. So, nochmal ab. Und Klaviermusik. Drops und Redstone-Gedöns. Ja, die Folgen werden jetzt hier nicht unbedingt spannend. Dieses ganze, ja, Logistik-Zeugs, sag ich mal. Färbemittel. Hier. Da muss gar kein Schild hin. So, jetzt aber. Drops. Ja, Logikfehler. Redstone. So. Das passt. Das passt, das passt. So. Naja, war gerade ein Logikfehler hier in der Mitte. Kann ja gar kein Schild sein, weil das Schild schon hier drauf verweist und das hier drauf. Und das kann jetzt nicht nochmal hier irgendwie verweisen. Außer der wird das gleiche stehen, aber das wäre redundant und das. Naja. Das wollen wir ja nicht. So, und die Drops hier nochmal rein. Das waren sie, so. Dann kann hier das Schild rein. Das ist ja gecraftet. Die Wolle. Ja, Wolle machen wir uns auch direkt. Wolle. Muss ja alles seine Ordnung hier haben. So, die... So, das ist dann alles... Ah, hier, die... Die... Hä? Also, das Schwarzpulver kommt hier noch zu. Und dann ist es auch schon fertig. Ja, hier, den Rest lagern wir auch noch. Wenn wir hier schon mal dabei sind, dann können wir hier auch die Truhe wegnehmen. Und unten reinpacken, dann haben wir hier Ordnung drinne. Da, und du kommst ja, unten ist schon alles voll zu. Wolle haben wir nicht, Werkzeuge haben wir ja schon hier irgendwo, da. Da kommt dann unsere, wo ist sie denn? Die Schere, habe ich doch gerade gesehen, da. So, gecraftet ist, da gucken wir mal an, ein Boot. Das Glas zähle ich da auch zu. Genauso wie den Zaun. Hier unten ist mehr so die Holzecke. Hier so Stein. Glasscheiben kommen auch da oben hin. Die Werkbank ist wieder Holz. Die Angel ist mehr so ein Werkzeug. Ja, das war's so. An gecrafteten Felditems. Die zwei. Das Zuckerrohr, das Leder. Die Blume, die Rose. Ja, die sonstigen Blöcke haben wir. Ne, Holz nicht. Holz hatten wir extra. Das kommt da hinein. Dann hier das Erzzeug. Die Farbe, die war hier. Ah ja, da ist noch eine Redstone drin. Waffenwerkzeuge, die Angel. Und Verzauberungsbuch, da müssen wir auch noch irgendwo... Was wir machen, genau, hier machen wir dann Verzauberungssachen und Wolle. Verzauberung, oh, passt ja gerade so da rein. Und Wolle. So, dann kommt hier das Buch rein. Und wir haben alles geordnet. So muss das sein. Ja. Ja, was da oben noch in den Truhen reinkommt und wer weiß wo... Weiß ich im Moment nicht. Wir könnten eine Truhe für Items aus dem Nether machen oder so. Soll ich jetzt mal schlafen? Und dann machen wir uns eine zweite Schaufel, weil wir jetzt den Berg da abtragen wollen und uns da das nächste Feld anlegen werden. So. Ja, das... Bett ist jetzt hier auch irgendwie doof. So, so ein bisschen... Ist auch doof. Kann man das nicht hier so? Sieht das vielleicht besser aus? Ah, komm, lassen wir erstmal so. So, weg mit dem Berg. Aber erstmal was machen hier. Bevor der Berg weg kann, müssen die Bäume weg. Weil wie sieht das denn aus? Schwebende Bäume? Wollen wir nicht.
So, der ist weg. M&Ms.